Ja, hallo zusammen zu einem neuen Video. Ich bin heute nochmal im Harz unterwegs, nachdem ich gestern schon hier wandern war. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Jetzt bin ich im Ostharz und versuche hier wieder ein paar Stempelstellen der Harzer Wandernadel zu erreichen. Eine ist hier hinter mir schon, da werde ich jetzt gleich mal stempeln. Hinter mir, da oben, kann man den Brocken sehen. Ja, es ist früher Morgen, Ende September, richtig schönes Wetter. Ich nehme euch einfach mal wieder mit. Viel Spaß! Auf dem Weg zur Stempelstelle habe ich einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt und dann dort am Ziel einfach nur die traumhafte Aussicht genossen. Ja, der Stempel ist auch im Heft. Ist richtig schön hier. Ich würde jetzt mal weitergehen. Mein nächstes Ziel war natürlich wieder eine Stempelstelle. Diesmal an einem Tagebaugelände. Ich bin dafür ein Stück durch Elbingerode gelaufen und ja, dann war ich auch schon bald am Ziel. Ja, und dass mir gerade so viel Spaß macht, bin ich direkt weitergelaufen zur nächsten Stempelstelle an irgendwelchen Kalkwerken. Hinter mir ist ein Tagebau und ja, den schaue ich mir jetzt mal an. Ja, ist richtig spannend und hinter mir ist mal wieder der Wurmberg zu sehen und ja, die Spitze der Antenne auf dem Brocken. Ja, ich gehe jetzt weiter. In knapp 3 Kilometern, da soll ein Stausee liegen. Da ist auch noch eine Stempelstelle. Die nehme ich auch noch mal mit. Ja, kleine Planänderung. Ich halte mich mal an das Schild hier und ja, gehe dann erstmal zurück zum Auto, gucken, ob ich irgendeinen anderen Ausgangspunkt finde, um da hinzukommen. Ja, kleine Planänderung. Das wäre jetzt doch ein zu großer Umweg gewesen, zu dem Stausee zu fahren. Darum habe ich jetzt mal geguckt, wo es hier in der Nähe noch schöne Stempelkästen gibt und hier ist zum Beispiel ein Schaubergwerk. Da habe ich jetzt in der Nähe geparkt, ein altes Erzbergwerk, da werde ich jetzt mal hinlaufen und ja, kommt einfach mit. Ja, das Bergwerk hat noch geschlossen, aber da gibt es nicht nur den Stempelkasten, da vor dem Spielplatz, da ist der Stempelkasten, da werde ich jetzt stempeln und dann gibt es hier noch den Bergbau-Lehrpfad, da scheint man durchgehen zu können, da gehe ich jetzt mal rein und schaue mal, was es da gibt. Das mit dem Bergbau-Lehrpfad lasse ich dann doch mal. Im Video sieht man es wahrscheinlich nicht, aber es geht hier ziemlich steil bergab. Ich habe keine Lust, da gleich wieder alles hochzukraxeln. Sieht auch nicht so spannend aus. Ich gehe mal lieber wieder hoch. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, mit dem Auto in den nördlichen Harz zu fahren. Und hier am Straßenrand habe ich eine Sonderstempelstelle entdeckt. Die nehme ich natürlich auch gerne noch mit. Es handelt sich dabei um die Sonderstempelstelle stromaufwärts an einer Fischtreppe. Ja, zumindest wollte ich das, aber irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin, weil irgendwer hat den Stempel geklaut. Keine Ahnung, warum solche Chaoten das immer machen. Ja, schade, dass es immer solche Chaoten gibt, aber ich lasse mir den Tag nicht verderben. Ich bin jetzt weitergefahren zum Aussichtspunkt. Puh, bin noch ganz außer Puste, bin hier hochgewandert. Ging doch unten aus dem Ort steil hoch. Ja, ich genieße hier ein bisschen die Aussicht, ist auch wieder total schön und dann werde ich auch hier stempeln. Hier gibt es auch eine Stempelstelle und ich habe schon reingeguckt, die ist auch funktionstüchtig.
Der Stempel mit der Nummer 84 landete dann bei mir im Wanderpass und ja, von der Anhöhe mit der alten Burgruine konnte ich dann die Aussicht auf den Ort Heimburg und die Umgebung genießen. Ja, für mich endet damit leider der Aufenthalt im Harz. Hat wieder total Spaß gemacht. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an dem Video. Ja, ich fahre jetzt nach Hause und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.